Das ist der Frachter, auf den wir geschossen haben. Pedo müsste von dort kommen, aus der Richtung. Sieht man die schon? Ja, da kommt er. Seht ihr? Da ist es. Oh, da kommt doch gut. Wir könnten doch treffen. Aber die Frage ist immer... Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von U-Boat. Wir befinden uns mit unserem Boot immer noch im Planquadrat AM5. Wir haben in der letzten Folge den norwegischen Frachter versenkt und werden jetzt den relativ großen Konvoi mit 9 bis 21 Schiffen, der uns hier entgegenkommt, anfahren. Das machen wir auch direkt auf direktem Kurs. Die Maschine braucht noch halbe Fahrt voraus, damit wir uns bewegen. Und das Ganze machen wir auf 48er Geschwindigkeit. Und genau, wir werden gleich einmal noch rundhorchen, wenn wir hier an der Grenze sind zwischen AM559 und 567, um einmal zu peilen, wo der Konvoi sich genau befindet. Und dann können wir uns einen Angriffskurs überlegen und überlegen, was kommt überhaupt auf uns zu. Wir haben immer noch Anfang des Krieges, wir haben die ersten 2 Wochen des Krieges rum. Ich wundere mich, dass wir so einen relativ großen Konvoi hier so zu Beginn finden. Ich hoffe darauf, dass wir viele Frachter haben, dass wir wenig Begleitschiffe haben, weil das Problem wird sein, unsere Mannschaft ist noch sehr unerfahren, die Offiziere, das heißt, wir konnten noch keine Erfahrungspunkte verteilen, das heißt, sie konnten noch nicht aufleveln und dann könnte es doch relativ schwierig werden. Außerdem, wenn ich das eben richtig gesehen habe, na doch, okay, sind alle wach, sind alle fit, alles gut. So, mal schauen, was das Rundhorchen uns bringt. Herr Galloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ja, die kommen genau auf uns zu. Die kommen genau auf uns zu und wir haben eine Wassertiefe von 100 Metern. Wir fahren die mal auf Periskoptiefe an. Wie viele Kilometer sind das noch? Ja, von dort, das sind noch 25 Kilometer, okay. Aber wir bleiben getaucht, weil wir haben helllichten Tag. Es ist 9 Uhr morgens. Es ist bestes Wetter. Da ist der Konvoi auch schon. Da sind die ganzen rauffahren. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also mindestens 13 Schiffe. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Vielleicht sollte ich den Konvoi auch seitlich anfahren, dass wir bessere Torpedokurse bekommen. Ich möchte aber gerne erstmal sehen, was uns vorne erwartet. Sonst lassen wir uns überfahren und gehen dann im Konvoi direkt wieder hoch. Das hängt aber davon ab, in welchem Verhältnis die Frachter jetzt zu den Kriegsschiffen stehen. Wie viele Zerstörer, wie viele Korvetten dabei sind. Das müssen wir alles ein bisschen abwarten. Jetzt sind sie alle zu Bett gegangen, das ist sehr gut. Also eigentlich auch nicht. Kapitän? So, zumindest Schuster muss hier das Hydrofon bedienen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. So, wir lassen die direkt auf uns zukommen. Was machen wir? Die kommen genau über uns rübergelaufen. Uns das Ganze nochmal an. Ja. Die kommen wirklich genau auf uns zu. Okay, das heißt, wir tauchen. Wir fahren ein Stück weiter. Kleines Stück noch. So, die ersten Schiffe könnten gleich in Sicht kommen. Also, dass wir sie auch identifizieren können, was auf uns zukommt. Wir haben jetzt noch eine ungefähre Entfernung von 7, 8 Kilometern. Ja, 7 sind es. Zumindest gerne sehen, ob vorne ein Begleitschiff vorwegfährt. Sobald wir jetzt tauchen, haben wir natürlich keine Sicht mehr. Deswegen würde ich gerne über das Periskop noch das erste Schiff zumindest sehen. Unser Kurs ist jetzt beendet. Unser Boot fährt jetzt.
Da ist er. Direkt ein Zerstörer. Alarm wird ausgegeben. Wir gehen direkt auf blaues Licht. Der Kompass wird ausgemacht. Tiefenruder bleibt noch elektrisch. Und wir gehen auf wie tief? 90 Meter. Gehen auf. Tauchen auf 50 Meter. 50 Meter bzw. 60 angelegt. 20 Meter. 40. Alle Maschinen stopp. Und nun fährt der Konvoi gleich in unsere Hydrofonreichweite wieder rein und dann wird er uns überlaufen und wir schauen erstmal, was dort los ist. Wie gesagt, ich habe Respekt davor, diesen Konvoi so anzugreifen, weil wir halt keine Erfahrung haben. Unsere Mannschaft hat keine Erfahrung. Und vorneweg fährt ein Zerstörer. Ich bin gespannt, wie viele andere Schiffe uns da noch erwarten, Begleitschiffe. Da ist der Zerstörer wieder. Genau, ich habe jetzt Folgendes gemacht, die Maschinen sind aus. Alle Gerätschaften sind aus. Das Tiefenruder können wir manuell einstellen. Das ist nochmal leiser. Und unsere Mannschaft ist mit dem blauen Licht angewiesen, sich so leise wie möglich zu verhalten. Deswegen, wir sind jetzt hier in 50 Meter Wassertiefe. Man sieht, dass das Bild ist sehr dunkel. Man sieht auch nichts um uns herum. Bin mir gerade nicht sicher, ob man die andere Schraube hört. Ich glaube nicht. Wir nehmen mal den Horchoffizier aktuell. Oh ja, da hört man es eindeutig. Ja, wir können hier das Mikrofon auch selbst bedienen. Und da hört man ganz eindeutig die Schraubengeräusche, die vom Bug auf uns zukommen. Ist das laut? So, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Genau, er bleibt da sitzen. Wir gehen wieder auf die Karte. Wir lassen die, wie gesagt, uns überlaufen. Wir hoffen, dass sie uns nicht entdecken. Da ist das erste Frachtschiff. Wir können dem Schuster jetzt ebenfalls sagen, wir möchten gerne über das Hydrofon einen Torpedokurs berechnen. So nicht. Wenn man das richtig klickt, klappt das auch. So, mit Rechtsklick. Es dauert jetzt sehr lange, weil wir halt weit unter Wasser sind und er keine Sicht hat. Er kann das nur anhand seines Gehörs berechnen. Es geht nachher auch schneller, wenn er entsprechende Erfahrungspunkte hat. Oder wir, wie gesagt, auch einen Funkoffizier und einen Hydrofonoffizier haben. Die beiden Zerstörer würden uns jetzt definitiv orten. Wir sind einfach zu nah dran. Der hat uns, glaube ich, schon geortet. Er kommt auf uns zu. Er kommt direkt auf uns zu. Wir müssen da weg. 9 Uhr. Wir müssen tiefer. Wir gehen auf 100, auf 80 Meter. Ja, die haben uns entdeckt. Die haben uns entdeckt, bevor wir was machen konnten. Seht ihr? Die jagen uns jetzt beide. Wir haben ihren Kurs komplett geändert vom Konvoi. Da kommt der dritte. Mal kurz was schauen. Ja, man hört die Schraube ganz eindeutig über uns. Wir sind aber noch nicht auf Grund. Ich verringere die Fahrt nochmal. Jetzt könnten wir mit Wasserbomben bombardiert werden. Über uns, Herr Kaloy. Jawohl. Wasserbomben. Wasserbomben. Ja, wir werden das erste Mal mit Wasserbomben bombardiert. Nein, tauchen wir ab. Wir wissen genau, wo wir sind. Wir haben ganz schlechte Karten. Wasserbomben. Wir haben ganz, ganz schlechte Karten. Ich würde jetzt versuchen, das Schiff auf Grund zu legen. Sind wir auf Grund? Ja, wir legen jetzt auf Grund, machen alles aus und hoffen, dass sie uns verlieren. Ja, jetzt haben wir das Grundgeräusch auch gehört. Wir sind getroffen. Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Ja, wir sitzen auf dem Präsentierteller, das stimmt. Da habt ihr recht, Männer. Wir haben auf jeden Fall Verletzte. Ja, okay. Wir haben zwar eine Druckwelle abbekommen. Da kam gerade die Meldung, dass wir versteckte Mängel haben am Boot. Das heißt, irgendeiner der Zerstörer hat uns getroffen. Oder zumindest mit der Druckwelle getroffen. Also es ist kein Volltreffer gewesen, sonst wäre hier viel mehr Radau im Boot. So, da kommt das nächste Kriegsschiff auf uns zu.
Also wir haben es jetzt mit drei Zerstörern und einer Korvette zu tun. Ich kenne schon das Ende dieser Geschichte. Lass es mal ein bisschen weiterlaufen. Ich kann das jetzt gut sehen. Wir liegen auf Grund, was ich eben gezeigt habe. Ich zeige das nochmal. Unser Boot liegt wirklich auf dem Meeresgrund und hat alles aus. Die Maschinen sind aus. Der Kompass ist aus. Es ist nichts an. Die Mannschaft verhält sich leise, sodass wir null Geräusche machen. Demnach hoffe ich jetzt, dass die Sonare der Zerstörer uns nicht entdecken oder nicht mehr entdecken und unsere Position eventuell verloren haben. Der fährt verdächtig auf uns zu. Muss das Risiko jetzt eingehen, hier zu bleiben. Sobald ich die Maschine anwerfe, da kommt noch ein Zerstörer. Wir haben es also mit sechs Kriegsschiffen zu tun. Wahnsinn. Genau. Die Mannschaft ist überlastet. Das ist hier, wobei die Moral immer noch sehr hoch ist. So, der Zerstörer fährt genau über uns rüber. Ja, wir hören immer noch die verschiedenen Schraubengeräusche. Sind hier ordentlich in die Enge getrieben worden. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Herr Schuster, genau. So, der ist immer noch auf Suchkurs. Ein bisschen Glück fahren die jetzt alle ihrem Konvoi hinterher. Aber wir haben, wie gesagt, einen Schaden am Boot. Oh, was machen wir? Ich würde sagen... Okay, die fahren jetzt alle von uns weg. Wir schauen mal, was er noch macht. Wendet er noch? Nein, die sind soweit durch. Wir gehen auf 80 Meter Wassertiefe. Wir gehen auf kleine Fahrt. Bewegen uns in diese Richtung. Jetzt werden die Maschinen wieder angeworfen. Die Batteriemaschinen, die E-Maschine, Entschuldigung. Und wir müssen hier auch gleich unbedingt auftauchen und raus, weil das Wasser läuft dann aus der Bilge heraus, aus der Zentrale. Ja, man hört es eindeutig, wie die Schiffe uns suchen. Genau, wir steigen jetzt. Man sieht das hier. Manchmal springt er mir zu früh weg. Wir verlassen den Meeresgrund. Und sind hoffentlich diesem Jagdkommando, das uns hier verfolgt hat, entkommen. Also das habe ich so noch nicht erlebt tatsächlich. 80. So, das Boot macht wieder Fahrt, oder? Ja, wir fahren wieder vorwärts. Und die können uns alle nicht hören aktuell, weil die uns alle ihr Heck zudrehen. Genau, die haben auch die Suche aufgegeben. Suchen jetzt dem Konvoi hinterher zu fahren. Wir erhöhen mal die Fahrt, weil die uns nicht hören können. Und ich würde gerne noch einen Angriff fahren. Ich würde es zumindest versuchen wollen. Ich gehe einfach jetzt volles Risiko nochmal. Boot taucht auf. Aus insgesamt über 100 Metern Tiefe. Sind wir auf Periskoptiefe. Wir nehmen uns, wir haben noch... Den haben wir noch nicht in Sicht. Doch jetzt, das ist der hier oben. Torpedo ausrichten. War natürlich jetzt in einem schlechten Winkel an. Da oben ist noch ein Kriegsschiff, okay. Wir würden das Ganze jetzt so anfahren. Was macht die Moral? Die Moral ist immer noch bei 99%. Ihr seht hier, jetzt geht das relativ fix, wenn wir über Wasser sind. Mit 77, mit 84. So, wir lassen die Komprimierung mal aus. Wir sind jetzt bei 89%. Hier ist unser Boot. Wir haben eine Entfernung von 3 Kilometer. Das ist noch relativ viel. Aber ich möchte nicht schneller fahren, dann werden wir wieder gehört. Aber ich gehe davon aus, dass die schneller fahren als wir. Ne, wir kommen näher. So, ich möchte zumindest den Abschuss versuchen. So, Torpedoabschuss. Wie gesagt, der Winkel ist alles andere als ideal. Vielleicht treffen wir ihn am Heck. Oder der Torpedo geht vorbei. Ich weiß es nicht genau, das werden wir gleich herausfinden. Ich bringe das Boot noch mal ein bisschen in Position.
und jetzt das Ganze in Echtzeit ablaufen lassen. Da ist unser Ziel. Bin jetzt wieder mit mir unterwegs in der Ego. Dann ist das Periskop. Könnte ich hochfahren, man sieht nicht so viel. Da ist unser Ziel. Ja, wir kommen in einem ganz doofen Winkel auf ihn zu. Aber wir werden trotzdem den Schuss wagen. Dazu gehen wir auf die Karte. Wir wählen uns aus. Ich habe uns vorhin gesagt, wir sollen diesen Torpedokurs berechnen. Wir sind bei einer Zielgenauigkeit von 99%. Das ist ein norwegisches Schiff. Schon wieder, die Norweger haben es uns wohl angetan. Und nun kann ich das Schiff anklicken mit Linksklick. Mit Rechtsklick, wie gesagt, hätte ich jetzt den Torpedokurs berechnet, was ich ja eben getan habe. Und habe hier unten verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Unter anderem die Torpedokonsole. Jetzt ist sämtliche andere Steuerung blockiert. Ich kann nur die Torpedorohre bedienen. Und ich würde jetzt tatsächlich einen Aufschlagzünder, Magnetzünder. Ich werde es ganz normal lassen. So, das habe ich von der Schwierigkeit eingestellt. Er zeigt mir jetzt an, wie der Torpedo vermutlich durchs Wasser fährt, flügt. Weiß gar nicht. Genau, Rohr 1 ist bewässert. Und wir werden jetzt diesen Schuss wagen. Das wird mit höchster Wahrscheinlichkeit kein Treffer werden, aber wir haben es zumindest versucht dann. So, Rohr 1 ist bewässert. Rohr 1, los. Los! Jetzt heißt es warten. Da wir diese Armada an Kriegsschiffen hier unten auf uns zukommen haben, werde ich jetzt wieder die halbe Fahrt, nee, ich werde auf langsame Fahrt gehen, den Kurs entsprechend anpassen, dass wir da hochfahren, dass wir wegfahren vom Konvoi. Und genau, die Konsole hier muss zu. Und die Komprimierung leicht weiterlaufen lassen. So, der Torpedokurs sieht schlecht aus. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ja, der geht vorbei, oder? Geht er vorbei? Was das Spiel implementiert hat, wir haben eine Zielvorrichtung auf dieses Schiff, ja, wie gesagt, errechnet. Wir haben es gesehen. Und ich kann jetzt hier direkt andersrum auf die Ansicht des Schiffes gehen. 30 Sekunden. Das ist der Frachter, auf den wir geschossen haben. Torpedo müsste von dort kommen, aus der Richtung. Sieht man nicht schon? Ja, da kommt er. Seht ihr? Da ist es. Oh, der kommt doch gut. Wir könnten doch treffen. Aber die Frage ist, ob er detoniert. Der Winkel ist schlecht. Der Winkel ist sehr schlecht. Torpedoversager. Jawohl, der Torpedo hat nicht gezündet, weil einfach der Aufschlagwinkel zu spitz war. Ne? Na klar, Aufschlagzünder muss vorne Kontakt haben, damit er dann explodiert. Das ist hier nicht passiert. Hatte ich auch nicht erwartet. Ich wollte aber diesen Schuss zumindest noch abgeben. Und dann mal schauen, ob wir dem Konvoi noch folgen. Ich werde gleich mal auftauchen. Wir haben 14% Stress. Wir haben uns nicht bemerkt damit. Rohr 1 geladen. So, das Rohr 1 ist wieder geladen. Machen einmal alle Maschinen Stopp. Lassen den Konvoi wegfahren. So, wenn der Zerstörer außer Sicht ist, werde ich das Boot auftauchen lassen. Tanks anblasen. Komprimierung. Wechseln. Dieselmotor. Runterstellen. Oh, das ist Bug. Ja, und da fährt der Konvoi davon. Wie gesagt, ein nicht erfolgreicher Angriff. Ich denke, da der Konvoi quer durch unser Operationsgebiet fährt, werde ich den nochmal verfolgen und nochmal versuchen anzugehen. Dafür werde ich einen kleinen Bogen fahren. Als erstes. Genau, wir müssen als erstes die versteckten Mängel. Alles ist ja schon bei, nichts haben wir nicht bei. Schadenskontrolle, genau. Möchte gerne das. Macht er eigentlich? Genau, ist jetzt unser Mechaniker. Ich möchte, dass er die versteckten Mängel. Matrosen suchen nach versteckten Schäden, genau. Falls wir versteckte Schäden haben, dass wir diese entdecken und nicht Gefahr laufen, irgendwie einen Wassereinbruch zu haben. So, die sind jetzt relativ weit weg. Der ist zwar noch in Sichtweite, ich lasse aber die Komprimierung weiterlaufen. Ich glaube nicht, dass er uns entdeckt hat. Ne, hat er nicht. Das heißt, ich werde jetzt einmal das blaue Licht abstellen. Ich werde auf normale Beleuchtung gehen. Ich werde den Kompass anstellen und die Pumpe. Weil hören kann er uns auf keinen Fall, weil wir hinter ihm sind. Und oh, das versuche ich immer zu vermeiden. Hier zu sehen.
Ich habe jetzt die Lenzpumpe angeschmissen, das Boot liegt jetzt wieder trocken. Das ganze Wasser, was hier drin war, ist raus. Läuft auch immer noch so. Wir haben 1,2 Kubikmeter Wasser in den Abteilen, das ist normal. War mir für meinen Geschmack ein bisschen viel Wasser, was wir im Boot hatten. Das hätte auch schnell anders ausgehen können. So, versteckte Mängel wurden nicht entdeckt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, die Kampfschiffe, die Kriegsschiffe sind alle hier unten rumgefahren. Ich würde jetzt wieder auf Seerohrtiefe gehen und würde hier unten den Kurs anlegen, wo die Schiffe weggefahren sind. Und zwar mit halber Fahrt voraus. Wechseln auf E-Motor. Gleich die Meldung wieder. Herr Kaloy, ich genau. Habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Das ist klar, die vermutlich jagen wir ja auch Gleitzug. Noch. Schneller, schneller! Wir gehen auf große Fahrt. Alarm abgebrochen. Ah, genau, Alarm war noch aktiv, hatte ich nicht beachtet. Auto speichern. Ja, wir fahren den direkt hinterher. Wir dürften jetzt hier den Störer vermutlich irgendwie wieder sehen gleich. Das dürfte nicht so weit weg sein. Ist die Frage, holen wir auf? Ja, ganz allmählich. Zeit für eine Pause. Genau, das Hydrofon ist jetzt unbesetzt. Weil Schuster zu Bett gegangen ist, hat er sich auch... Oh gut, hat er sich verdient. Er hat ja jetzt den ganzen Morgen gearbeitet. Wobei, es sind erst 3 Stunden vergangen tatsächlich. Schauen. Sichtkontakt dürfen wir ja so eigentlich gar nichts mehr haben. Genau, da sind die Rauchfahnen noch. Und wir fahren dem Konvoi, wie gesagt, hinterher. Wir machen das ein bisschen schneller. Die anderen Punkte hier oben können wir mal entfernen. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, man sieht das hier wie die Wolken. Da war ein klares Wetter. 13 Uhr mittags. Vielleicht sollten wir dem Konvoi einfach hinterherfahren, bis es Abend ist. Da haben wir den ersten Zerstörer wieder. So, wir gehen mit der Fahrt runter. Und wir bleiben doch dahinter. Ich wette, dass die uns wieder entdecken, bevor wir was machen können. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, wir fahren in einem großen Winkel an. Genau, wir fahren einmal hier ganz runter. Und fahren komplett neu an. Alarm abgebrochen. Schneller, schneller. Fahrt erhöhen. Wie gesagt, die werden uns wahrscheinlich auch gehört haben oder hören jetzt, wenn wir seitlich an denen vorbeifahren. Aber die Entfernung ist mir dann ausreichend, dass ich jetzt auch nochmal auftauche. Wechseln auf Dieselmotor. Und jetzt sieht man das hier, die Druckluftreserven sind nicht voll. Das heißt, wir müssen hier unseren Dieselkompressor anstellen. Jetzt wird er gefüllt. Das heißt, wir können auch wieder auftauchen beim nächsten Mal. So, einmal zur Peilung rundhorchen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Da oben sind vermutlich die Jungs. Wie gesagt, so eine Konvoijagd, die kann schon mal mehrere Tage dauern. Ne? Man kann Hit and Run machen, reinfahren, angreifen, was wir eben versucht haben. 20 Meter. Man kann sich auch mitten in den Konvoi reinlegen. Und es gibt verschiedene Taktiken. Wie gesagt, ich bin sehr erstaunt, dass wir so viele Kriegsschiffe gegen uns haben. Ich werde jetzt den Funkspruch für den Konvoi einmal abgeben. Er könnte abgefangen werden, dieser Funkspruch. Allerdings vielleicht bekommen wir Hilfe, wenn andere U-Boote in der Nähe sind. Dann kommen die eben hierher und greifen mit uns den Konvoi an. Es könnte passieren. Das ist nicht gesagt, zumal die U-Boot-Flotte ja zu Beginn des Krieges relativ geringe Anzahl war. Also mal schauen, was jetzt hier passiert. So, an dem Punkt werden wir gleich nochmal auf die genau, Periskoptiefe gehen. Wechseln auf E-Motor. Und mal schauen, was wir jetzt. So, Schuster, du sollst das Hydrofon bedienen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Da sind die Schiffe. Vermutlich alles klar. Ein Geleitzug.
Jetzt werden wir gleich wahrscheinlich wieder den ersten Zerstörer treffen, der hier vorne irgendwo fährt. Mit ein bisschen Glück sind die noch nicht wieder in Formation gefahren, sodass wir eventuell auf die Frachter schießen können. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Ich möchte halt ungern jetzt die Kriegsschiffe anfangen zu bombardieren oder zu torpedieren, weil wir einfach... Alarm! Auf Gefechtsstation! Da ist der Zerstörer wieder. Bei der Anzahl der Kriegsschiffe in diesem Konvoi würde ich den jetzt, wie gesagt, tagelang verfolgen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Und ich mach das jetzt. Ist mir jetzt egal. Torpedokurs berechnen. Genau, ich werde jetzt anfangen. Oh, wir sind schon so nah dran. Gehen wir auf alle Maschinen Stopp. Und wir werden diese Korvette oder Zerstörer, ich weiß es gar nicht, ich habe eben nicht zugehört. Aber Beleuchtung. Kommt was aus? Bisschen ran. Kleine Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, du bekommst noch einen zweiten dazu. Da ist das Frachtschiff. Da ist das Frachtschiff. Torpedo ausrichten. Möchte ich doch gerne den angreifen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Oh, okay. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wir sind jetzt, wie gesagt, getaucht. Periskoptiefe. Dort ist der Konvoi. Wir können jetzt hier oben das ist eine Korvette, genau. Und wir wollen jetzt das Frachtschiff hier durchtorpedieren. Da wollen wir ran. Schneller, schneller! Bisschen schneller, sonst fahren die uns wieder weg. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wie viel Entfernung haben wir? Wir sind wieder 3 Kilometer, okay. Aber wir wollen zumindest einen Frachter aus dem Konvoi mit rausnehmen. Sagen jetzt unserem ersten Wachoffizier, er soll die Überwasserumgebung kontrollieren. Herr Kaloy. Dann kann der nämlich die Korvette noch torpedieren. So, jetzt ist der... Ach, es ist Nacht. Okay, Moment. Okay, hat nicht geholfen. Kapitän. So, wir greifen jetzt doch erst die Korvette an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Okay, er ist immer so gerade am Sichtradius und dadurch verschwindet er natürlich bei der Torpedoberechnung. Herr Kaloy. Das heißt, du gehst mit auf die Korvette. Jetzt 90. 95%. Das hier machen wieder. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Und schießen auf die Korvette. Rohr 1 ist bewässert, Rohr 1 ist vorgewärmt, das zeigt diese rote Farbe an. Und Rohr 1, los! Los! Kurs auf diese Koordinaten. Kurs sofort ändern. Zu Befehl. So, das. Können wir vielleicht auf den da oben noch? Genau. Torpedokurs berechnen. Jawohl. Bisschen schneller. Ah, der Aufschlagwinkel könnte wieder zu spitz sein. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Es ist wieder warten. Jawohl. Und Daumen drücken. Warten und Daumen drücken. So, wir schauen uns das Ganze wieder aus dieser Perspektive an. Ne, das ist das falsche Schiff. Das ist das falsche Schiff gewesen. Wir haben ja auf. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Auf die Korvette geschossen. Genau. Ist die Korvette. Man sieht hier hinten die Wasserbombenträger. Damit wollen die uns als Leder. Wasserbombenträger, das reimt sich. Hier ist das Bordgeschütz. Die 3 Stück Luftabwehrgeschütze hier hinten auch noch. Die Korvetten sind halt nicht so stark bewaffnet wie die Zerstörer, aber die können uns töten. 20 Sekunden. So, unser Torpedo kommt durchs Wasser. Können wir ihn sehen. Muss er wieder von da kommen? 10 Sekunden bis Einschlag. Da kommt er, oder? Torpedoversager. Okay, wir haben den nächsten Torpedoversager, weil der Winkel einfach nicht passt. Genau. Konnte das hier auf der Karte noch sehen. Hier, das ist unser Torpedo. Hat nicht gezündet, der Winkel passte wieder nicht. Okay, das sind die Leiden dieses Spiels. Ja. Macht und tut. Aber er hat uns wieder nicht entdeckt. Wir fahren. Zack, da jetzt? Nein.
Er geht nicht in den Zickzackkurs über. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, du Herr den. Kaloy. Du den. Torpedo ausrichten. Zu Befehl. Wir können nicht noch schneller fahren. Das wird nichts. Das können wir vergessen. Und man sieht das hier jetzt wieder, die Berechnung des Torpedokurses auf das Frachtschiff, das wir hier gerade anvisieren. Das dauert ewig, weil wir halt einfach aus einem blöden Winkel darauf zukommen. Ich könnte jetzt der Korvette hier hinterherfahren, aber ich habe Angst, dass die da oben uns dann entdeckt. Legen Sie den Kurs an. Und wir müssten halt schneller fahren, um in einen guten Schusswinkel zu kommen. Genau, das ist das Ende des Konvois. Normalerweise fährt man den so nicht hinterher, man fährt sie dann von 90 Grad Seitenwinkel an. Und ich hätte vielleicht doch anfangen sollen, die Kriegsschiffe rauszunehmen, weil jedes Kriegsschiff, das wir versenken, macht uns die Aufgabe natürlich einfacher. Aber gut, die falsche Taktik gewählt. Das gehört auch dazu. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. So, vielleicht sollten wir da noch mit anfangen. Wir haben noch 6 Torpedos plus das Hecktorpedorohr. Haben noch 6 Torpedos. Kriegsschiffe hatten wir 6 im Verband. Das heißt, für jeder Schuss müsste ein Treffer sein, damit wir in Ruhe operieren können an dem Konvoi. Ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kapitän? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, die Berechnung auf das Frachtschiff liegt jetzt bei 80%, bei 81%. Möchte das jetzt Kurs versenken? Setzen. Möchte es zumindest nochmal versuchen. Wie gesagt, Anfahrwinkel und alles, was ich hier gerade mache, ist nicht das Beste, überhaupt nicht das Beste. Normalerweise müssten wir von hier kommen, um eben die gesamte Breite des Schiffs zu nutzen für den Torpedokurs. Und wir fahren jetzt von hinten auf das Schiff zu, was natürlich sehr suboptimal ist. Zu Befehl. So, wir haben 90%. Herr Kaloy. 91%. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir schleichen uns einfach hinterher. Wir werden den Schuss jetzt abgeben. 93%. Ich gehe das Risiko jetzt, wie gesagt, abermals ein. Und werde jetzt einmal Rohr 2 bewässern. Mit Aufschlagzünder und Rohr 3 mit Magnetzünder abschießen. Magnetzünder müssen normalerweise etwas tiefer sein. Fertig. Machen die auch mal ein bisschen tiefer, so 2,50. Rohr 3 bewässern. So, Rohr 3 wird auch bewässert. Wir haben jetzt 2 verschiedene Zünder. Einen Aufschlagzünder, einen Magnetzünder. Magnetzünder ist, glaube ich, selbsterklärend. Rohr 3 und bewässert. Der Aufschlagzünder, wie gesagt, bei den anderen beiden. Rohr 2 und Rohr 3 sind fertig. Dann Rohr 2 und Rohr 3 los. Los! Das wollte ich gar nicht. Wir sind halt falscher Winkel, zu weit weg, deutlich zu weit weg. 3 Kilometer, wobei die Entfernung ist nicht die schlechteste. Aber man sieht auch schon, wir haben ihren Kurs geändert. Ich hatte den ursprünglichen Kurs hier runtergelegt. Erinnert ihr euch noch? Hier runter. Wir sind jetzt hier lang gefahren. Sie haben richtig den Kurs angepasst. So, jedenfalls gehen wir auf 50 Meter Wassertiefe und verlassen den Konvoi. Wenn ich diesen Abschluss jetzt nicht mache, dann werde ich versuchen, dem Konvoi hier nochmal hinterher zu fahren, sodass wir nochmal davor kommen. Aber erstmal warten wir, was unsere beiden Torpedos jetzt machen. Schnell laufen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Legen Sie den Kurs an. Rohr 2 geladen. Wir können jetzt nicht in die Kameraperspektive gehen.
weil wir halt außer Sichtweite sind. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 10 Sekunden bis Einschlag. Rohr 3 geladen. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Ja, wir haben beide Torpedos. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Beide verfehlt, weil halt einfach der Winkel Kurs schlecht war. Diese Koordinaten setzen. Aufgrund der Munitionslage habe ich mich jetzt doch umentschieden. Wir werden diesen Konvoi nicht verfolgen. Wir werden unsere Patrouille hier oben wieder aufnehmen. Genau, wir sind jetzt getaucht. Wir haben Schraubengeräusche. Und ich denke, zu dieser frühen Zeit des Krieges mit der wenigen Erfahrung, die die Mannschaft hat, dauert alles relativ lange. Die Mannschaft ist noch nicht eingespielt. Die macht auch noch viel Krach im Boot, weil die Matrosen, ja, entwickeln sich auch mit ihren Offizieren weiter. Es gibt zwar keine Punkte, man kann die nicht direkt steuern und. Aber man merkt es, wenn man die schwarze Schafe nachher aussortiert und sagt, okay, der Matrose ist mir irgendwie, der macht zu viel Laute oder arbeitet nicht vernünftig, dann wird das Boot deutlich schlagkräftiger. So. Diese ja, wir haben es versucht, diesen großen Konvoi anzugreifen. Es hat sich nicht gelohnt. Wir sind, ich würde sagen, knapp mit dem Leben davongekommen. Wir sind schon ordentlich bombardiert worden. Alarm ist abgebrochen. Wir gehen auf normale Beleuchtung. Wir gehen auf Kreiselkompass an. Wir tauchen auf. Huch, achso. Tanks anblasen. 40. 20 Meter. Wechseln und auf Dieselmotor. Wir hätten auch, woran ich nicht gedacht habe, bei dieser Größe des Konvois, wir hätten den verfolgen müssen, bis es Nacht wäre, bis es dunkel wäre, bis vielleicht schlechteres Wetter gewesen wäre. Schlechtes Wetter ist gar nicht so hilfreich, aber auf jeden Fall die Nacht wäre sehr hilfreich gewesen. Wir hätten uns nicht so früh entdeckt, wir hätten auch über Wasser anfahren können. Am helllichten Tag, mittags um 12 oder um 10 haben wir, glaube ich, den ersten Angriff gefahren, war das doch sehr optimistisch von uns. Von mir in dem Fall. Kurs auf diese Koordinaten. So, wir sind über Wasser, der Dieselkompressor wird angeschmissen. Wir machen halbe Fahrt voraus, Sprit reicht, über Wasser. Kombinierung beenden. Und ja, ich glaube, wir sind relativ genau da, wo wir angefangen haben. Ich glaube, irgendwo dort vorne war unser erste Szene dieser Folge. Und ja, schade, dass wir keinen Abschluss erzielt haben in dieser Folge bei diesem Riesenkonvoi. Aber wie gesagt, wir sind gerade mit dem Leben davongekommen. Darüber sollten wir froh und glücklich sein. Und ja, ich werde die Patrouille jetzt weiterfahren und in der nächsten Folge, falls ich hier Kontakte habe, euch natürlich dazu holen. Ansonsten, wenn auf der Patrouille soweit nichts passiert, das ist jetzt wieder nur Zickzack fahren und rundhorchen, werde ich das so abspulen. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, eventuell mit einer nächsten Mission. Ich muss gucken, wo ich euch dann wieder dazu nehme. Die Patrouille, wenn nichts mehr passiert, werde ich so abfahren. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über Kommentare und Tipps und Tricks, vielleicht wie ihr auch diesen Konvoi angefahren hättet, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hättet ihr es komplett anders gemacht. Erfolgreicher, vermutlich erfolgreicher. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.